Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen einen Run mit Kane, mal eine Runde. Und ja, versuchen jetzt mal Samson freizuschalten, indem wir einfach zwei Ebenen keinen Schaden bekommen. Alter, ist Kane schnell, lol. Wusste ich gar nicht, dass er so schnell ist. Wow. Okay, wir versuchen, zwei Ebenen keinen Schaden zu bekommen. Das fängt aber nicht auf der ersten Ebene an, nee. Das wäre ja zu einfach. Och Gott, ey. Nee. Will ich... okay, ich überleg's mir. Eigentlich will ich's nicht mitnehmen. Curse of the Tower. Wenn wir getroffen werden, kommen überall Trollbomben im ganzen Raum. Und das könnte uns... ein bisschen zerstören, möglicherweise. Weil das manchmal echt problematisch ist. Wenn wir dann getroffen werden und wir nicht mehr ausweichen können und von den Bomben getroffen werden, kommen nochmal Bomben und... Ach, komm. Das ist echt ätzend. Und ein blaues Herzchen wäre schön. Irgendwie. Ich setze mal einen Boss ein. Könnte ja sein, dass... Bad Trip. Okay, nice. Nice. Okay, aber Pin ist easy. Das war knapp. Das war echt knapp. Okay, wo kommt er? Da kommt er. Und wir haben ihn. Nice. Bisschen Short Speed up und wir bekommen eine Karte. The Fool. Das ist nicht schlecht. Das ist nett. Das wäre fast ins Feuer gelaufen. Ich musste meinen Sound gerade noch ein bisschen leiser drehen. Ein blaues Herzchen wäre echt ganz geil. Damit wir... Oh, da ist ein blauer Stein. Ich habe ihn gesehen. Nice. Okay. Nein. Oh Gott. Puh. Und blauer Stein. Mit einem blauen Herzchen. Ja. Herzchen. Sehr gut. Okay. Gucken wir hier nochmal gleich in den Shop rein. Obwohl es eigentlich eher unnötig ist. Aber vielleicht ist da noch ein blaues Herzchen drin. Und wir können es ja dann zur Not Geld raussprengen. Aber nein. Aber die Items da sind auch ganz nett. Ich spreng mal ihn. Bekommen nochmal zwei Münzen und wir kaufen uns nichts. Oh, yeah, sehr gut. Nichts kaufen ist immer gut. Ein Auchi-Auchi-Raum. Ha. Hier könnte der Geheimraum sein. Nicht? What? Okay. Dann ist er vielleicht hier? Ja, hier ist er, okay. Mit 5 Münzen. Oh, sehr gut. Sehr gut. In der nächsten Ebene können wir auf jeden Fall einen Shop gucken, denke ich. Aber ich bin gerade aufgestanden. Tut mir leid, Leute. Bin gerade erst aufgestanden. Curse of the Darkness. Gott, ich sehe halt echt gar nichts. Das ist echt ein bisschen problematisch. Oh, Dead Key. Sehr geil. Dead Key ist cool. Damit können wir halt alle Türen öffnen. Und das machen wir. Oh Gott, oh Gott. Wir machen es einfach ganz easy. Öffnen noch die Truhe, genau. Und dann raus. Sehr geil. Oh Gott, ist das dunkel. Curse of the Darkness. Mit Softbox-Licht in die Fresse scheinen. Ist echt ein bisschen sehr, sehr dunkel. Oh Gott. Danke. Bombe. Oh nee. Okay, das erste Portal ist weg. Und das zweite jetzt auch, danke. Puh. Noch eine Bombe, sich im blauen Stein. Ich sehe gar nichts, aber okay. Oh Gott. Die Fliege hat sich instant in meine Fresse geteilt, aber zum Glück wurden wir nicht getroffen. Bisher noch gar nicht. Diese Ebene. Schon mal sehr gut. Eine Karte. Es ist Sun. Das ist nicht schlecht. Können wir auf irgendeiner Ebene... Oh Gott. Wie mache ich das? Hier, den haben wir. Okay. Oh, ah, hier. Da ist ja noch einer. Nein, ich wurde getroffen. Von dem Homing-Schuss. Okay. Oh Gott. Das kam unerwartet, ey. Okay, auf der nächsten Ebene. Ab der nächsten Ebene werden wir nicht getroffen, Leute.
Nein, die will ich nicht mitnehmen. Nein, 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 nein. Das Trinket ist nicht cool. Larry Jr. 2. Geil. Das ist... Oh, das ist ein anderer. Den machen wir mal zuerst fertig. Weil der ein bisschen anstrengender ist. Genau, so, gut. Den hätten wir. Sehr gut. Machen wir jetzt den Larry fertig. Und diesen kleinen Mini-Chubby hier. Okay. Okay. Und ja, nice. Squeezy Tears. Sehr geil. Ein bisschen Tears ab und blaue Herzchen. Und Goated. Oh man, das ist kacke. Wenn wir Goated hier jetzt mitnehmen, dann kriegen wir hundertprozentig Devil Deals. Das ist das Problem, aber ich muss es einfach mitnehmen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Satan machen gehen. Und Gimpy ist auch ganz nett. Ich wollte in den Shop gucken, ne? Genau. Dann gucken wir nochmal den Shop an. Hier könnte der Geheimraum sein. Ne, könnte er nicht. Da ist ein Stein im Weg. Scheiße. Da ist er nicht. Also, der Geheimraum muss halt von allen Seiten dann betretbar sein. An dem Räume angrenzen. Und da Steine im Weg waren in dem einen Raum, kann da nicht der Geheimraum sein, weil man von da aus ja nicht betreten kann. Hundertprozentig. Und hier ist ein Schwarzmarkt. Mit dem Book of Shadows. Ah, wir heben es mal eben auf. Aber mitnehmen tun wir es nicht. Ich würde das Key jetzt hier einsetzen. Schade, ich hatte gehofft, dass sich der Weg zum Schwarzmarkt öffnet. Aber leider nicht. Das hätte ja sein können. Oh, verdammt, wir haben keinen Schlüssel mehr. Nein! Ich kann nicht in den Shop. Shit, oh, Schlüssel. Okay, wir können in den Shop rein. Sehr gut. Oh! Chaos. Das... Wir nehmen den Schlüssel mit. Spenden 4 Münzen. Zack, zack, zack. Oder 5. Wir könnten mal... Nee, das kriegen wir nicht hin. Aber wir gehen jetzt hier rein. Ja, toll. Nur ein Regenbogen verkaufen. Ich habe irgendwas Besseres erwartet. Aber gut, dann halt nicht. Aber hier könnte der Geheimraum sein. Ey, meine Nase ist ein bisschen... Ein bisschen zu. Ein bisschen nervig. Aber wo... Ach, hier ist er. Oh. Hier lang. Hier lang. Oh Gott, ich sehe gar nichts einfach. Ich sehe einfach so gut wie gar nichts. Das, ich glaube... nee. Wie wenig müsst ihr dann erkennen? Ja, ist ein bisschen besser. Ist ein bisschen besser. Meine Nase, ey. Ah. Bin immer noch erkältet. Ich weiß nicht, warum immer noch, aber immer noch. Seit Ewigkeiten. Hört gar nicht mehr auf, ey. Okay. Haben wir auch und nice. Oh Gott. Ja, komm schon. Wir haben kein Damage. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Damage ab. So langsam mal. Wir auf jeden Fall sehr schön. Okay, haben wir auch. Komm, den Larry kriegen wir jetzt auch ganz fix. Ja, genau. Und den jetzt auch. Sehr gut. Komm. Vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen beeilen, dass wir noch vielleicht zum Boss Rush kommen können. Das wäre eigentlich ganz nett. Boss Rush ist immer ganz gut zu machen. Extra Items und so. Oh, hier setze ich Susan ein. Okay, wir werden auf der nächsten Ebene nicht getroffen. Alter, was ist das? Das ist doch unglaublich. Mann. Okay. Aber irgendwann werden wir schon nicht getroffen. Spinnies. Spinnies sind ätzend. Und genauso wie diese Pilze, Alter. Wie viel Leben haben die denn? Ist ja unglaublich. Vor allem so eine Superform. Alter. 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 Endlich. 2 Schlüssel. Okay, sehr gut. Da würde ich gerne rankommen, aber... Tech 10. Ja, geil. Okay. Okay. Wir gehen zum Boss Rush, Leute. Tech 10 ist ein super geiles Item. Mann. Geh weg. Danke. Wir versuchen den Boss Rush zu holen. Hier könnte der super Geheimraum sein. Ja, ist er sogar. Sehr geil. Okay.
So, jetzt muss ich die Bomben, die beiden Kisten aber bis nach hier unten schieben, weil wir keine Bomben haben. So viel Zeit muss sein. So. Nice. Ja, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, so. Sehr geil. Bam. Und die Maske. Sehr schön. Lemon Party. Okay, wir haben Jack 10. Das ist sehr geil. Jack 10 ist sehr, sehr geil. Jack 10 ist halt Laser. Und ein Laser, der übelst guten Schaden macht. Die Maske hat mich gerade zweimal geschützt. Okay. Okay. Okay, wir haben es. Oh, je, je, je. Das ist super, das ist der Geheimraum. Stimmt, wir haben das Sun eingesetzt. Dadurch sehen wir den Geheimraum. Ja, wir haben eh schon Schaden kassiert. Ha! Ja! Geil! Okay. Solche Geheimräume gibt es? Alter. Was ist, Zacki-Zacki-Räume meine ich. Gibt es, das ist ja geil. Hier wollen wir eigentlich nichts mitnehmen, oder? Doch, das blaue Herzchen, genau. Das war eigentlich keine Absicht, aber wieso setze ich hier nicht Dead's Key ein? 99 Schlüssel. Alter, ich hatte dieses Item in The Binding of Isaac vielleicht zweimal, mit dem jetzt dreimal. Seit ich The Binding of Isaac spiele, und das ist jedes Mal, als es rausgekommen ist halt, habe ich das Spiel immer gesucht, etc. Alter! Das ist unglaublich! Endlich mal Skeleton Key gefunden. Sehr cool. Das ist sehr schön. Das freut mich. Wir haben keine Schlüsselprobleme mehr. Man kann halt Tech 10 ein bisschen spammen. Und die kleine, also wenn die Tränen so klein sind, haben sie zwar nicht so einen großen Radius zum Treffen, aber sie sind halt klein. Und dadurch, oh Gott. Oh. Dadurch, das nehme ich nicht mit, aber einmal kurz aufheben. Dadurch bleiben sie halt länger im Gegner und machen dadurch halt dauerhaft mehr Schaden, wisst ihr? Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Wir sind jetzt erst in Flooded Caves 2. Das machen wir nicht. Wir wollen uns beeilen für den Boss Rush, genau. So, haben wir. Haben wir. Nice. Wir müssen locker nochmal zurücklaufen. Das öffnen wir. Bob's Brain. Wieso nehme ich es mit? Oh, das war dumm. Wow. Das explodiert an den Viechern. Ach nee, es ist ein Flieger rausgekommen. Okay. Stimmt. Okay, nice. Wir können halt nicht in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. Weil wir halt keinen Schaden kriegen wollen, ne? Uiuiui. Mann, das wird mit Bob's Brain ein bisschen schwer. Keinen Schaden zu bekommen. Das machen wir. Wir haben die Schlüssel. Die 5, die rerollt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich lasse es einfach in Ruhe. Den Steam Sale nehmen wir nicht mit. Wir nehmen hiervon gar nichts mit. Außer wir bekommen nochmal ein bisschen mehr Geld. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen was mit. Das ist nicht der Geheimraum, okay. Hier kann er auch nicht sein. Hey. Ein bisschen Schaden machen. Die schwarzen Kackhäufchen übrigens verursachen Schaden im Raum. Das nehmen wir mit. Ah, das ist gar nicht das Item, was ich dachte. Scheiße. Egal. Ist trotzdem bestimmt gut. Oh, Trinkets, Alter. Ich muss mir Trinket-Effekte durchlesen. Oh, ich will da rüber. Danke. Nein, ich habe Schaden kassiert. Okay, jetzt kann ich auch ganz rüber gehen. Oh, okay. Ab der nächsten Ebene, Leute. Ab der nächsten Ebene. Können wir auch noch in den Zacki-Zacki-Raum gleich reingehen? Aber wir müssen uns beeilen, ey. Wir müssen uns beeilen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Oh yeah. Aha. Zacki-Zacki-Raum. Zack. Wow. Wow. Gegner. Einfach nur Gegner. Sieht vielleicht der Geheimraum doch irgendwie? Nein, leider nicht. Schade. Ah, Mann. Ich hätte locker keinen Schaden bekommen. Was ist hier? Gucken wir erstmal hier lang. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier der Itemraum auf uns wartet auf dem Weg hierher.
Wir könnten auch mal in den Shop gehen und gleich den Steam-Check kaufen, ne? Aber nee, ach komm, lassen wir. Da ist nichts unbedingt überkrass Wichtiges drin. Nochmal fünf Bomben dazu, schöne Sache. Wir wollen uns beeilen. Wir wollen den Boss-Rush machen. Mit Tech 10 will ich den Boss-Rush unbedingt machen. Wow, Schlüssel. Das ist das, was wir brauchen. Oh yeah. Ich weiß halt immer noch nicht, wo der Geheimraum ist. Ah, wahrscheinlich unten zwischen Shop und Dings, ne? Zwischen Shop und Arcade Room. Okay. Den haben wir auch, okay. Münze, schön. Hallo, Stain. Das war klar. Das war so klar. Mom's Knife. Nein, nehmen wir wieder nicht mit. Mann, ich hab Laser. Obwohl, Laser und Mom's Knife geht, oder? Ja, ich nehm's nicht mit. Vorsichtshalber. Okay, wir haben noch 6 Minuten für 2 Ebenen, Leute. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht so. Sie hätte mir nicht so viel Zeit lassen sollen, wahrscheinlich. Aber okay. Komm, Mann! Okay, haben wir... Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist die kaputte Spritze. Ich glaube, die gibt alle Spritzeneffekte zwischendurch. Alter, als ob ich jetzt getroffen wurde. Okay, also Samsung schalten wir, glaube ich, wann anders frei. Ich glaube, das machen wir irgendwann anders. Ey! Okay, komm. Den auch noch. Nice. Ich will den Itemraum haben, bitte. Gib mir den Itemraum. Danke. Nehmen wir mit. Oh, Stats Up ist ganz gut. Da ist ein Kampfraum. Wir glupschen mal kurz rein, wenn wir reinkommen können. Ich glaube schon. Ja. Öffnen wir. Haben nichts Wichtiges. Können wir damit... Nein, können wir nicht. Schade. Ich habe Schaden bekommen. Ich dachte, mit der Key können wir irgendwie auch während des Kampfraums die Tür wieder aufmachen. Aber nein, können wir nicht. Toll. Säckle. Two of Clubs nehmen wir mit. Und Magician ist übel gut, Alter, für den Boss Rush. Übel gut für den Boss Rush. Lassen wir liegen, die Münze. Rein. Deck of Cards brauchen wir nicht. Wir nehmen das blaue Herz hier mit und gehen. Wir hätten vielleicht gerade noch ein bisschen was spenden können, aber ich bin unter Zeitdruck. Ich habe keine Zeit zu spenden. Okay, so. Zack. Nice. Oh. Hier ist nichts. Kein Boss, kein Boss, kein Boss. Okay, haben wir auch. Ich darf nicht so nah an den Gegnern stehen, weil Bob's Brain mich sonst wieder tötet, glaube ich. Zack. Münzen. Die nehmen wir mit, den Rest können wir liegen lassen. Wir haben eh nur noch einen Job. Aua. Gimpy hat mir ein blaues Herz gedroppt, dankeschön. Danke, Gimpy. Alter, nein, ich habe Magician aus Versehen eingesetzt. Oh, ich bin dumm. Oh, ich bin dumm. Egal. Lockdown. Smaller. Walls of Steel. Infested und... Telepilz, nein! Och, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Einfach eiskalt wieder zurückgezippt. Bloat, oh Gott. Dass ich da nicht von Bob's Rain getroffen wurde, wundert mich ein bisschen, aber okay. Range Up brauchen wir eigentlich mit unserem lieben Laser nicht. Wir sind wieder im Devil Deal, danke. Cursed Eye, den können wir mitnehmen? Ich hasse das Item eigentlich. Aber wir können es mitnehmen. Ich hasse es nur wegen dem Charge Shot. Weil wir halt chargen müssen und dann... So, wisst ihr? Aber das ist mit Tech 10 gar nicht mal so. Ich glaube, wir können dann besser spammen. Ey! Einfach ein Pilz. Pretty Fly, okay. Die anderen Truhen öffnen wir jetzt nicht. Wir müssen uns beeilen. Wir wollen den Boss Rush noch erreichen, Leute. Das könnten wir sogar. Das könnten wir hinkriegen. Wenn ich jetzt nicht zu dumm bin und die ganze Zeit den falschen Weg. Und den falschen Weg gehe die ganze Zeit. Okay. Okay. Hier ist ein Bettler. Ach, wir wurden eh schon getroffen. Das heißt, wir können hier reingehen. Reinklupschen. Und bekommen blaue Herzchen wieder. Schöne Sache. Bettler, nein. Machen wir nicht. Danke. Wir sehen unsere Herzchen nicht. Oh, scheiße.
Okay, was haben wir hier? Eine Pille. Blaues Herzchen. Okay. Das wollen wir auch nicht machen, aber ich will das blaue Herzchen haben, danke. Und ich denke, da oben geht's zum Boss, deswegen gucken wir hier nochmal. Okay, nein, tut's nicht. Da ist eine Bombe gedroppt, brauchen wir nicht. Wir haben 23, Alter. Normale Kisten müssen wir auch nicht öffnen. Was ist das? Outbreak. Okay. Ausbrechen. Ausbruch oder so in der Art halt. Okay, was haben wir hier? Two of Diamonds. Das ist nett. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ne, wir haben. Okay, wir haben genug rote blaue Herzchen. Wir spenden noch schnell unser Geld. Reicht, okay. Schön. Und dann gehen wir weiter. Zum Boss. Müssen Mama noch besiegen. Scheiße, stimmt. Oh Mann. Wir haben gleich noch eine Minute. Da ist Mom. Sehr geil. Schnell hier rein. Ein schwarzes Herz nehmen wir mit. Okay. 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 Komm. Komm. Danke. Okay, wir haben noch Zeit, in den Devil hier zu gucken. HP und Luck ab. Das nehmen wir mit. The Pact. Und hiervon nehmen wir... Eigentlich will ich hiervon gar nichts haben. Aber wir machen den Boss Rush. Wir wollen den Boss Rush machen. Am Ende kann er noch ein besseres Item sein. Oh Gott, er hier. Aua, ich wusste es. Okay, wir dürfen die Bomb-Ebene nicht getroffen werden, Leute. Dann können wir noch Samson freischalten. Ich weiß nicht, wo er ist. Irgendwo. Da ist er. Irgendwo gewesen, okay. Okay. The Fallen. Wen haben wir da? Ah, Mega Patty. Alles klar. Oh Gott. Okay. Da haben wir noch ihn, genau. Aber er ist jetzt auch Geschichte. Nice. Jack Ten ist halt super geil. Jack Ten ist halt übel nice. Ich liebe Jack Ten. Eins meiner Lieblings-Items. Nach Brimstone. Ist der Bloat? Nee, Monstro 2. Ich dachte, das ist Bloat. Heißt er eigentlich Bloat? Ich glaube, er ist Bloat, oder? Ich bin der Meinung, er ist Bloat. Ist halt ein übel easy Boss Rush, würde ich mal meinen, ne? Ach man, herrlich. Schön. Geh weg. Ich bin in eine rote Spur getreten. Scheiße. Aua. Komm, weg. Geh weg. Danke. Oh, mein Finger tut langsam weh, ey. Vom ganzen Drücken. Oh Gott. Da ist Bloat. Ich hab Bloat gefunden. Aua. Vor allem war ich gerade so dumm und bin einfach in seinem Brimstone stehen geblieben. Einfach innen drin. Okay. Okay. Wir haben Kane's Other Eye freigeschaltet und My Reflections. Funktioniert das mit Lasern? Nee. Schade. Ey, das wäre witzig gewesen, glaube ich. Ich glaube, das wäre eine richtig witzige Sache. Aber gut. So muss ich meine Reflections nie wieder aufheben. Außer ich kriege eine coole Kombi. Es gibt nämlich so bestimmte Items, die hasse ich einfach wie die Pest und die hebe ich dann nicht gern auf. The Sun, das ist sehr geil. Aber nicht getroffen werden. Nicht getroffen werden. The Sun setzen wir auf der nächsten Ebene ein. Würde ich jetzt mal meinen. Ja, ist glaube ich gut. Okay. Okay, Mongo Baby hat's gekillt. Hat's besiegt. Alter, wir können fast übel spammen. Übel. Ich weiß nicht, warum haben wir so eine krasse Tier-Rate? Gibt My Reflections Tears up? Oder was ist das? Warum haben wir so... Hä? Okay, ich bin verwirrt. Aber egal, ich nehme es so hin. Ich beschwere mich jetzt nicht. Ich habe gern so eine hohe Fire-Rate. Mit Tech 10 vor allem. Gut, wir sind beim Boss, Leute. Den haben wir. The Death. Oh Gott, den Tod. Wir haben den Tod.
Und wir werden nicht getroffen. Okay. Und wir haben ein Cube of Meat. Und ein Devil Deal. Mit Dark Bum und der Schaufel. Wir nehmen Dark Bum natürlich gerne mit. Ich mag Dark Bum. Vor allem, weil wir durch Gimpy so viele rote Herzchen droppen. So, wir setzen, wir gehen in diesen Raum hier. Setzen sie Sun ein. Haben das, was gespawnt ist, schon wieder zerstört, genau. Und machen gerne... Oh nein, Mom. Mom, Sun, wir können rausgehen und wieder reingehen. Das machen, eine Bombe, okay. Und sprengen uns in den... In den Mini-Boss. Okay. Dark Bum, komm, nimm mit. Genau, wir müssen uns ja nicht beeilen, ne? Wir dürfen nur keinen Schaden kriegen auf dieser Ebene. Und ich wäre fast wieder in diese Blutdings gerannt. Außer wir haben wirklich das... Nein, es ist nicht das Trinket. Was uns keinen Schaden vor... Zacken, Stacheln und... Temperance. Stacheln und Spuren. Also roten Spuren oder auch gelben Spuren, blauen Spuren, roten Spuren, was auch immer. Was es doch alles immer für Spuren gibt, also. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott. Huhu. Was ist das? Wir nehmen es mit. That's hard not to crack. Apropos. Als wir diese Run-Wiederholung gemacht hatten, das ist immer, wenn wir da, wenn wir The Lamp besiegen. Habe ich jetzt irgendwie so mitbekommen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, ich wurde nicht getroffen. Sehr geil. Ich wurde nicht getroffen. Nicht getroffen. Alter. Das ist... Alter. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Aber ich find's gut. Muss ich ja sagen. Okay, haben wir. Da ist der Boss. Das liebe Bossi. Da hätten wir locker gerade Bobs Brain in die Fresse bekommen. Locker. So, müssen wir jetzt nur noch Mom besiegen. Moms Herz besiegen. Ohne getroffen zu werden. Auge. Auge. Oh Gott. Nein, ich wurde getroffen. Was? Oh Mann. Im letzten Mann. Oh. Dein Ernst. Weil sie den Brimstone genau in meine Fresse geschickt hat. Oh. Das regt jetzt übel auf. Glass Baby. Experimental Treatment. Yeah. Okay, wir haben da unten den Boss wahrscheinlich. Weil da halt der super Geheimraum ist. Jetzt können wir auch getroffen werden. Jetzt juckt mich das nicht mehr. Mann, das war so knapp. Wir müssen halt auf den ersten beiden Ebenen nicht getroffen werden. Irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich bin irgendwie zu dumm dafür. Ich werde immer durch irgendwas Dummes oder so getroffen. Ich renne ins Feuer oder so. Oder weiß ich nicht. Irgendwas. Irgendwas. Hier ist nicht der Boss. Okay, aua. Was haben wir hier? Empress. Das ist ein interessanter Supergeheimraum. Den kannte ich auch noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Es ist ein Loop. Alter. So viele. Was auch immer. Hä, was ist... Warum sind da... Ich frage nicht. Ein Steinchen mit einem Kreuzchen. Zwei goldene Kisten. Die brauchen wir auch nicht. Mann, der Erzkiarsch, könnten wir jetzt hoch in den Dark Room, runter in den Dark Room oder hoch in die Chest oder so. Dann wäre der Erzkiarsch halt übel gut, weil wir halt da Megasata machen könnten. Das wäre super geil. Wir machen es so. Wow. Ja, yeah, wir haben irgendwas gerollt. Nur hier ist nichts zum Rerollen. Krass. Okay. Was? Hier ist auch nicht der Boss? Ist das dein Ernst? Ach, komm schon. Hä?
Bossi, wo bist du? Der muss da irgendwo rechts lang sein, denke ich. Ey. Da ist der Alter, dein Ernst, da ist der Kampfraum. Okay, machen wir den Kampfraum halt noch. Easy. 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 Ganz einfach. Und danke für den Schlüssel. Nett. Wir brauchen keinen Schlüssel. Okay. Besiegen wir die hier. Nice. Geister. Geister. Weißbrot. Alter, dass der Boss jetzt echt hier oben ist, ey. Au. Dein Ernst. Dein Ernst. Hä? Was hat mich da getroffen? Ohne Witz. Hä? Irgendwas hat mich getroffen. Ich weiß noch nicht was. Aber okay. Nehme ich so hin. Empress einsetzen. Mehr Damage und mehr Speed. Hast du ein bisschen zu früh die Bombe gelegt. Ach ja. Einfach stehen bleiben. Danke fürs blaue Herz. Vielen Dank, Bam. Ach man, dieser Kampf ist so einfach. Und es, Mann, es stört mich, dass wir jetzt nicht Samson freigeschaltet haben. Es stört mich übel. Okay. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Auch wenn wir nicht Samson freigeschaltet haben. Deck 10 Run war mal übel gut. Es juckt. So. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.